Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator und einer weiteren Folge Let's Talk About. Ich habe heute den Gregor hier, der ja unser Legions- und Horus Heresy-Experte ist. Hallo. Hallo Stefan. Genau, heute sind dran die Wordbearers, die religiösen Spinner. Alles klar, ich habe auch ganz viele YouTube-Videos zu dem Thema gesehen natürlich, wo immer beschrieben wird, dass die bösartigste, also ich glaube, irgendjemand hat mal geschrieben, die bösartigste Fraktion des 40K-Universums. Stimmt schon, es sind halt schon so ziemlich die Arschnasen unter den, selbst unter den Chaos Marines. Also zumindest haben sie eine erstaunlich hohe Anzahl an Besessenen, das ist ja auch schon mal was wert. Ja, sie waren ja auch die Ersten, die Besessene hatten, so grundsätzlich. Die haben die ganze Nummer ja erstmal angefangen mit dem Zeug. Genau, aber da kommen wir ja später im Gespräch dazu. Das stimmt. Um wieder chronologisch reinzukommen, wir würden mal mit den Ursprüngen der Legion anfangen und genau. Ja, dann, also die Wordbearers sind die 17. Legion aus der ersten Gründung. Also die Legionen sind ja nahezu zeitgleich ausgehoben worden, sind halt irgendwann durchnummeriert worden. Und bei den Wordbearers, beziehungsweise wie sie ursprünglich hießen, die Imperial Heralds, ist ein relativ ungewöhnlicher Rekrutierungsansatz gefahren worden, während die meisten Legionen aus bestimmten Regionen stammten, also wo einfach aus einer bestimmten Region dann einfach alles an geeignetem Menschenmaterial rekrutiert wurde. Die Wordbearers haben in ihrem Ursprung aus den Nachkommen vernichteter Feinde des Imperators bestanden. Also jedes Mal, wenn der Imperator während der Vereinigungskriege irgendwen unterworfen hat, hat er sich die Söhne gekrallt und hat die in die Legion rekrutiert. Und hat praktisch, die sind so indoktriniert worden, dass sie völlig darauf geeicht sind, für die Verbrechen ihrer Väter sühnen zu müssen und praktisch das ausgleichen zu müssen. Ja, das ist ja nett. Das ne? hat auch, tatsächlich hat er ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Imperator mit diesem Namen Imperial Heralds Herolde des Imperiums ja eigentlich auch extrem bei dieser Legion betont, wie ja, wie wichtig es eigentlich ist, so, wie wichtig sie sozusagen für den großen Kreuzzug sind und hat ihnen sozusagen eine neue Identität als Diener des Imperiums gegeben, was dann zu einem entsprechend zelotischen Verhalten schon da irgendwo geführt hat, ne? Genau. Was ein bisschen ungewöhnlich ist an den, zu dem Zeitpunkt Imperial Heralds, die meisten Legionen hatten am Anfang nur ihre Nummer. Die Imperial Heralds haben praktisch direkt bei der Gründung schon diesen Namen bekommen. Die haben den sich also nicht irgendwie im Laufe der Zeit verdient oder er wurde ihnen als Spitzname zugesprochen, sondern er ist ihnen direkt vom Imperator verliehen worden. Ah, okay. Na gut, das macht ja, wenn man die in diese Richtung manipulieren will, na, dass man sagt, hey, ihr seid zwar die Söhne meiner Feinde, aber Rache ist hier nicht der Weg, sondern eigentlich eher Wiedergutmachung. Macht es ja Sinn, sie sozusagen ein bisschen auch herauszuheben, genau, damit sich darauf eine Identität aufbauen kann. Ne? Und ein Aspekt, den man, der sozusagen in der Gründungsphase von den Imperial Heralds praktisch geschaffen wurde, ist etwas, was sich bis heute in den loyalen Space Marine Orden hält in 40K. Okay. Die Chaplains in ah. ihrer Aufmachung mit schwarzer Rüstung, Totenkopfhelm und Adlerstab sind noch während der Vereinigungskriege von den Wordbearers erfunden worden oder geschaffen worden als Amt. Ach, waren die dann quasi dazu da, dafür zu sorgen, dass die nicht aus der Reihe tanzen, oder wie? Nee, eben nicht. Diese praktisch Heralds, der Herold, ist ausgewählt worden nach besonderer Hingabe zur imperialen Wahrheit und hat dieses Privileg dann halt auch nie wieder verloren. Und bevor die Imperial Heralds einen Gegner angegriffen haben, haben die diesen einzelnen Krieger geschickt, der praktisch den wahren Glauben gepredigt hat und die Unterwerfung gefordert hat. Und es gab Fälle, da haben Gegner gesagt, ja gut, wir akzeptieren das und unterwerfen uns. Und andere haben sich geweigert und wer sich geweigert hat, ist halt ausgelöscht worden. Ja, das ist, also ihnen wurde so, die Compliance gebracht. Genau, also damit ist praktisch der Chaplain ursprünglich gar nicht als legionsinternes Werkzeug gedacht gewesen, sondern als etwas, was nach außen auf den Gegner einwirken sollte. Das ist ja cool, weil das hast du jetzt gerade wieder so ein bisschen mit dem Aufkommen dieser Judiziare im Indomitus-Kreuzzug. Richtig. Ah, ich bin jedes Mal ein bisschen peinlich berührt, muss ich sagen, wenn ich die Wordbearers mit den Black Templar vergleiche, weil das ja im Prinzip sozusagen eine Champion, dumm. Genau, ja, weil das ja im Prinzip ist dieser Chaplain in den frühen Tagen des Kreuzzuges ja damit sozusagen eine Art Champion des Imperators, ja, nur exakt. Halt ohne das religiöse Brimborium. Ja, Wahnsinn. Okay. Ach,
Ich denke, das begraben wir gleich wieder. Da, da, Ja, da. Das ist nie passiert. genau. Das kann gar nicht sein. Religiöser Fanatismus kommt doch gar nicht vor. Genau, ja, aber krass. Und aber hat ich, nur um kurz bei den Chaplains zu bleiben, hat sich das irgendwie bei Nikea verändert oder so? Da war ja, also ich habe mal ganz lose gelesen. Ah, okay. Jein, also klar, dem Konzil von Nikea sind die Chaplains ja praktisch als Organisationsform dann auch in den anderen Legionen eingeführt worden, das ist richtig. Aber nie mit diesem, also dann wirklich mit diesem als interner Kontrollmechanismus, nicht mit diesem Ziel der Außenwirkung, wie er ursprünglich bei den Imperial Heralds eingeführt worden ist. Also da war das dann wirklich schon eher der Ansatz, ohne den religiösen Aspekt, so ein Kommissar-Ansatz, wie es die Imperial Guard hat, Ja. die praktisch die Legionäre unter Kontrolle halten sollte. Ist eigentlich auch spannend, wie aus diesen sozusagen, wie auch die Space Marine Legionen sich sozusagen im Verlauf der, des Großen Kreuzzuges immer selbst mehr Kontrollorgane verpassen. Es ist fast so, als würden sie merken, dass sie irgendwie, je weiter sie sich von Terra entfernen, je mehr sie sich aufsplitten, desto zerfaserter wird sozusagen diese Identität, die der Imperator ihnen gegeben hat, und auf mehr, desto mehr Probleme treffen sie. Und du hast das ja, finde ich, auch bei den, also auf der einen Seite eben durch das Bilden dieser, nicht Bruderschaften, wie heißt es? Logen, Logen, genau. Die Logen. Wo diese Zersplitterung stattfindet und dann auf der anderen Seite aber ein fast schon immer tyrannischeres Vorgehen von Seiten der Organisationsstruktur des Imperiums, um die Space Marines an der Kantare zu halten. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Ding, dass man sowas, eigentlich eine gute Idee wie einen Chaplain, der den Gegnern erklären soll, worum es hier eigentlich geht und fast schon eine Art Diplomat ist, also für Space Marine Verhältnisse. Ja, für Space Marine Verhältnisse schon. Dass man das dann umdreht und nach innen richtet, ne? Das ist ja eigentlich, das ist spannend. Die späteren Worldbearers haben neben dem offiziellen Titel Imperial Heralds, haben die später noch, also noch während der Vereinigungskriege, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch einen anderen Spitznamen gekriegt, nämlich die Ikonoklasten, weil sie nach jedem Sieg im Endeffekt bei den besiegten Feinden Abbilder und Werke über den jeweiligen Glauben, über die jeweiligen Götter gesucht haben und praktisch alles verbrannt oder zerstört haben, was nur, auch nur ansatzweise nach Religion aussah. Leute, die diesem Glauben nicht abschwören wollten, sind verbrannt worden, Bücher sind vernichtet worden, Statuen zerstört, Tempel und Ähnliches sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Daher in dem Fall dieser Name, was vor dem Hintergrund, wie sich die Worldbearers ja später entwickelt haben, ja dieser völlige Gegenpunkt ist, dass sie am Anfang absolut an diesem Punkt waren, nein, Religion ist falsch. Wir vernichten alles, was mit Religion zu tun hat. Und wenn man sich da anguckt, wie es später aussah, ist das schon dieser extreme Kontrast, den man da bei den Worldbearers sieht. Ja, wobei es ja letztlich auch trotz allem, also das, was sich ja in ihrem Verhalten verändert, sich ja gar nicht so viel, ne? Nur dass sie am Anfang die imperiale Wahrheit bringen und dann eben den Glauben an den Imperator. Und das ja der Punkt ist, der so von Lorga verändert. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall spannend, dass man sieht, dass er hier eigentlich sozusagen das Verhalten der Legion in Form von einem Überzeugungs, ja, Kreuzzug, wenn man so will, eigentlich von Anfang an sehr tief in ihnen ist. Ne? Und das funktioniert natürlich auch gut, wenn ich den Rekruten der Legion erstmal einrede, dass sie sozusagen dem Imperium was schulden, weil ihre Väter einen Fehler gemacht haben. Also das ist ja auch ein relativ intelligenter Ansatz, wenn auch natürlich ein hochgradig unmenschlicher und schlimmer. Aber gut, das ist ja, heute. Ja, natürlich. Und damit hast du eigentlich auch schon eine gute Überleitung zum Primarchen der Legion, nämlich Lorga. Der ist wie alle anderen Primarchen ja in seiner Stasis-Kapsel irgendwo in der Galaxis verteilt worden und ist auf dem Planeten Kolchis gelandet. Kolchis ist nach dem, was die Hintergrundinformationen hergeben, ein sehr, sehr stark religiöser Planet, also wirklich mit verschiedenen konkurrierenden Religionen. Und durch einen blöden Zufall, soweit man bei sowas von Zufall sprechen kann, schlägt seine Stasis-Kapsel in einem Tempel ein. Er wird also im Tempel von der Priesterschaft gefunden und aufgezogen. Ah, okay. Ja, und ja. Entschuldigung, sprich weiter. Nee, das ist ja, er wird ja auch erstmal irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf hatte, also ich habe mich für Lorga ein bisschen eingelesen, von so einer Bande Vagabunden gefunden. Ich meine, es ist Corferon, der dann quasi diese Bande Vagabunden und ihn findet und die Leute, die ihn zuerst gerettet und gefunden haben, werden erstmal umgebracht. Also das stimmt. Ist ja auch richtig. Irgendwie, dass er da direkt in diesen Religionskrieg und in den Fanatismus quasi ab Sekunde 1 reingezogen wird. Genau. Mit der Zeit ist
hat Lorga wohl Visionen bekommen und hat halt jede Nacht irgendwie von einer mächtigen Lichtgestalt geträumt, hinter der dann jemand ein anderer Mann mit nur einem Auge steht. Und hat dann angefangen, das zu predigen, hat sich damit natürlich ohne Ende Feinde gemacht. Und seine Feinde haben halt versucht, ihn auszuschalten und haben aber nicht gerafft, wie sehr praktisch Lorga, der durchaus charismatisch war, beim einfachen Volk angekommen ist. Und das Ganze hat wirklich einen großen Religionskrieg losgetreten, der 6 Jahre lang gedauert hat. Und am Ende hatte Lorga den kompletten Planeten im Namen seiner Religion unterworfen. War das dann schon? Ja, doch, er hat zu dem Zeitpunkt eigentlich schon die Religion an den Imperator auch vertreten und gepredigt, ne? Ja, also er hatte sozusagen das noch nicht verbalisiert. Sozusagen, er konnte mit der Lichtgestalt natürlich nicht diese Persönlichkeit des Imperators verbinden, weil der Kontakt bestand zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es war schon, nach dem, was er gepredigt hat, ist die Verbindung schon sehr, sehr klar gewesen. Und dann landet der Imperator auf Kolchis und Lorgas Vision bewahrheitet sich insofern, dass der Imperator nicht alleine kommt, sondern von Magnus dem Roten begleitet wird. Ein Mann mit nur einem Auge. Und das ist für Lorga natürlich die völlige Bestätigung, dass seine Visionen stimmen. Ja, wobei zu dem Zeitpunkt, ich meine, also der andere Glaube auf Kolchis, den Lorga so ein bisschen bekämpft hat, war ja faktisch auch der Glaube an die Chaosgötter schon, ne? Richtig. Also, und wir haben ja bei Corferon zum Beispiel, der immer sehr, sehr nahe an Lorga dran bleibt, auch während dieser Religionskriege, eigentlich ein: Hey, pass auf, ich glaube an deinen einen Gott da, an deinen goldenen, aber ich behalte den Glauben an die vier, an die ich glaube, weiter bei, was eigentlich ein seltsames Ding ist, dass der Imperator und Magnus, die beide eingetroffen sind, gar nicht so richtig bemerkt haben, woran hier eigentlich geglaubt wird. Wobei Sozusagen. Corferon sich beim Eintreffen des Imperators wohl sehr, sehr im Hintergrund gehalten hat. Klar, er ist sozusagen mit ihm vorgestellt Überraschung. worden, weil Ziehvater etc. Aber Corferon hat halt, nachdem, wie ich es in Erinnerung habe und wie ich es gelesen habe, schon sehr bewusst darauf geachtet, dass sein Glaube eben nicht die Runde macht und allzu bekannt ist. Ah, okay. Das ist natürlich. Weil Lorga hat sich natürlich dem Imperator sofort unterwiesen, und der religiöse Glaube auf Kolchis hat sich auch schlagartig auf den Imperator konzentriert. Und der Imperator hat das halt von vornherein schon angepisst, weil diese Glaubensbezeugungen für ihn haben Monate gedauert. Und der Imperator war halt so an dem Punkt so: Alter, ich muss weiter, hier läuft ein Kreuzzug. Und weil ihr hier der Meinung seid, mich anbeten zu müssen, können wir halt nicht weitermachen. Kommt mal alle klar. Es ist auch so, Leute, ich will es nicht nerven, aber um 18 Uhr muss ich den nächsten Planeten angreifen. Genau, so in etwa. Also insofern ist da schon die Grundlage für dieses erste Konfliktpotenzial zwischen Lorga und dem Imperator gesät, weil der Imperator halt die ganze Zeit dieses komplett atheistische, antireligiöse fährt. Und dann kommt halt ein ganzer Planet, der sich ihm unterwirft, inklusive einem seiner Söhne, und sagt: Du bist unser Gott. So, ach. So, ach Gott. Ach Mann, ey. Wie entspannend war es da, als ich Robute geholt habe? Genau, würde sagen, da gibt es noch ein paar andere, die viel stressfreier waren. Ja, okay, aber was ja dann quasi als nächstes passiert ist, irgendwie, dass sich die Legion, die Imperial Heralds mit Lorga zusammengebracht werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind jetzt gerade eben so Leute wie Corferon, die kriegen nicht das volle Space Marine Treatment, sondern die kriegen so ein quasi normal, in Anführungszeichen, Normales Upgrade, normalsterblichen Upgrade, genau. genau. Genau, weil Corferon zu alt ist, um klassisch zum Space Marine gemacht zu werden, nach allem, was ich gelesen habe. Das gibt ja entsprechende Persönlichkeiten, gibt es ja in einigen Legionen, wo dann Ja, die so. Ziehväter irgendwie mit in die Legion geholt werden, aber für diese genetische Umwandlung schon viel zu alt sind. Na, Es wird nie genauer geklärt, warum die dann trotzdem genauso gut wie normale Space Marines sind und warum man das dann nicht einfach bei jedem macht. Aber das ist halt so ein Element im Fluff, was immer mal wieder auftaucht. ja, na, bei, und tatsächlich auch immer wieder für krasse Probleme sorgt, ne? Weil zum Genau. Beispiel der, wie heißt der, Luther bei den Dark Angels ja ein sehr, sehr ähnliches Problem hat. Das bedeutet, Ganz ich genau. glaube, grundsätzlich ist dann natürlich auch eine große, sozusagen, obwohl man diese Ziehväter oder engen Vertrauten in die Legion holt, habe ich das Gefühl, ist da grundsätzlich immer eine große Divergenz zwischen echten Space Marines und diesen sozusagen augmentierten Menschen einfach drin, die dann irgendwie immer so ein bisschen zu so einer Art Großmannszucht oder Ja. fast schon zwanghaften ja, Verhalten führend. Ja, richtig. Das zeigt sich bei Corferon teilweise auch.
Und gerade wenn man so die ersten Horus-Heresy-Romane liest, wo Corpheron auftaucht, beziehungsweise Erebus, merkt man halt, dass die wirklich einen echten Langzeitplan fahren. Da kommen wir dann später, wenn wir uns die Geschichte der Worldbearers angucken, nochmal zu. Aber da merkst du, die haben Geduld. Die haben ihren eigenen Plan und die sehen eigentlich, also Corpheron sieht seinen Ziehsohn Lorga als Werkzeug, schon von vornherein. Ja, der behandelt ihn ja auch hinreichend Genau, schäbig. richtig. Lorga benennt die Imperial Heralds dann auch um in die Worldbearers, mal die Träger des Wortes. Und will halt die Galaxis zum Glauben an den Imperator bekehren. Er ist dann auch derjenige, der die Grundlage für diesen, für das, was ja im Endeffekt heutzutage, in Anführungsstrichen, heutzutage der Glaube an den Imperator ist, die Lectitio, den Text, der ist von Lorga geschrieben. Das ist vielen der Anhänger später, gerade wenn es in den Romanen drum geht, nicht bewusst. Die kriegen halt irgendwie eine billig gedruckte Kopie, haben aber keine Ahnung, dass genau dieses Buch eigentlich vom, in Anführungsstrichen, Erzverräter geschrieben wurde. Ah, okay. Das ist stimmt. Das hat ja, da gibt es sogar eine relativ coole Szene in, ich meine, Black Legion heißt es, wo Genau. irgendein Space Marine auf die Black Templar trifft und weiß, sag mal, was treibt denn ihr da eigentlich? So, ja, wir kämpfen für den Gottimperator der Menschheit und den Black Legion-Typen zerreißt es irgendwie fast. Das Und hast du sagen, der schmeißt echt sich halt vor jetzt? Lachen weg, sagt so, ernsthaft, wisst ihr, woher dieser Text stammt, wer den geschrieben hat? Und halt die Black Templar so, nein, das kann gar nicht sein, alles Bullshit. Genau. Ah ja, okay, gut. Also mit diesem Auszug praktisch von Lorga von Colchis, der Umbenennung, ab dem Moment sind diese Herolde mit den Totenkopfhelmen dann auch offiziell diese Ordenspriester, diese Chaplains. Und das ist auch der Moment, wo sie praktisch den Glauben nicht nur den Feinden bringen sollen, sondern auch innerhalb der Legion verbreiten. Also das ist der Moment, wo dieser Aspekt der inneren Kontrolle hinzukommt. Dieser Ansatz, alles vernichten, was nicht an den Imperator glaubt, das fahren die weiter. Also die haben auch einfach ganze Welten ausgelöscht, weil sie nicht diese Religion aufnehmen wollten. Das Ganze sorgte aber dafür, weil die auf jeder Welt, die sie erobert haben, erstmal Kathedralen und Monumente errichtet haben, dass die Worldbearers, obwohl sie neben den Ultramarines, glaube ich, zahlenmäßig die größte Legion sind, dass sie im Feldzug und im Kreuzzug am langsamsten vorankommen. Sie haben insgesamt die niedrigste Zahl an unterworfenen Welten von allen 18 Legionen. Das Ah, okay. findet auch der Imperator nicht so hundertprozentig gut. Also der sieht das kritisch, der sieht diese zunehmende Verehrung durch die Worldbearers und durch die Welten, die sie unterwerfen, seiner Person als Gott, sieht der sehr, sehr kritisch und greift zu sehr, sehr drastischen Maßnahmen. Der Planet Kur, den haben die Legionen, wenn ich es richtig sehe, 61 Jahre vor der Schlacht von Istvan V erobert und hat diesen Planeten in einen Ort der Anbetung verwandelt. Also wirklich Kathedralen überall, große Monumente. Im Endeffekt, dieser ganze Planet konzentriert sich nur darauf, auf diese religiöse Verehrung des Imperators. Ah, das ist auch der Planet, wo Monarchia steht, die perfekte Genau, Stadt. das ist die Hauptstadt, die sogenannte perfekte Stadt. Und der Imperator hat dermaßen die Schnauze von der ganzen Nummer voll, dass er die Ultramarines schickt, diesen Planeten zu besetzen. Die evakuieren die 16 größten Städte des Planeten. Jeder, der sich weigert, wird umgelegt. Und nach einer Woche, also praktisch sobald die Evakuierung durch ist, werden diese 16 Städte durch ein orbitales Bombardement komplett platt gemacht. Es ist nichts davon übrig. Lorga hört davon und macht sich mit seiner kompletten Legion auf, um die Ultramarines und ihren Primarchen zu stoppen, weil er glaubt in dem Moment, dass praktisch die Ultramarines eigenmächtig handeln würden aus Neid. Dann stellt sich raus, der Ich glaube, die Primarch hatten ist den da, Befehl. sie hatten den Befehl und Malkador ist mit dabei, der imperiale Regent. Lorga flippt aus, also wirklich kriegt einen Wutanfall und klatscht halt erstmal Malkador um. Malkador überlebt die Nummer, weil Psioniker und mächtig und irgendwie, den kann auch ein Imperator nicht mal eben tot, Quatsch, Imperator, sag ich schon, Primarch mal eben totschlagen. Allerdings kriegt der Imperator selber das mit und teleportiert sich mal eben
es wird nicht genauer gesagt, wo er zu dem Zeitpunkt gerade ist, quer durch die Galaxis nach Monarchia und zwingt halt gnadenlos mit einem psionischen Befehl die komplette Legion auf die Knie, inklusive Lorga. Das ist das erste Mal, dass eine Legion nicht nur vor ihm kniet, was nicht so ungewöhnlich ist, das haben die meisten Legionen irgendwann gemacht, sondern sie müssen halt unter den Augen der Ultramarines und des Primarchen der Ultramarines knien. Und damit knien sie halt auch vor einer Schwesterlegion. Ja, und vor allem ist das ja auch irgendwie sozusagen, also das muss ja auch für die eine verwirrende Erfahrung sein, ne? Weil auf der einen Seite sagt er, hey, ich bin kein Gott, ist aber zu mehr oder weniger göttlichen Handlungen fähig und benutzt die aber nicht etwa, um ihre Anbetung entgegenzunehmen, sondern eigentlich dazu, um sie auch noch derartig krass zu demütigen. Er erniedrigt sie halt sehr gezielt vor den Ultramarines. Was ich tatsächlich nie so ganz verstanden habe, ne? Also weil diese Idee, also das muss ja in eine Katastrophe führen, was er da treibt. Das ist, Ja. ich hab immer so ein bisschen, oder ich habe mal so ein bisschen versucht, mir da Gedanken zu machen, wieso er das getan hat, ne? Und ich glaube, eines der großen Probleme ist, dass sozusagen die Wordbearer eigentlich eine wesentlich sensiblere, also ich sag mal, hätte man so eine Nummer mit den Dark Angels oder den Space Wolves oder so gemacht, wäre das auch schlimm gewesen, aber die hätten das wahrscheinlich aufgrund des martialischen Hintergrundes irgendwie vertreten können. Aber dadurch, dass man die Identität der Wordbearers wird durch so eine Geste viel, viel stärker angegriffen als die anderen Legionen, Richtig. weil sie halt einfach irgendwo auch sagen, hey, wir öffnen quasi unsere zwei Herzen, die jeder hat sozusagen diesem Glauben und dieser Religion und stellen unser ganzes Sein in deinen Dienst und du nicht nur weist du uns zurück, sondern du machst uns auch noch dafür lächerlich. Das ist einfach eine ganz, Genau, und ganz schreckliche Handlung eigentlich. Ich kann mir es eigentlich nur so erklären, dass der Imperator da nicht verstanden hat, was aus dieser speziellen Space Marine Legion geworden ist, sozusagen, ne? Dass er das einfach nicht gesehen hat, wie tief er genau. deren religiöse Gefühle verletzt, weil er halt selber so eine Abscheu gegen Religion hatte. Richtig. Und dann legt der Imperator ja im sozusagen verbal noch eine Schippe drauf, weil er Lorga vorwirft, als Priester zu agieren und nicht als General. Und der Imperator ganz klar sagt: Ich habe dich nicht als Priester erschaffen. Ich habe dich erschaffen als einen meiner Generäle. Deine Aufgabe ist, die Galaxis zu unterwerfen. Und statt dem Licht der imperialen Wahrheit, wie er es so schön formuliert, verbreitet Lorga Lügen über Göttlichkeit. Und dann wendet er sich so ein Stück von Lorga ab, also nicht vollständig, er bezieht ihn schon mit ein, wendet sich an die komplette Legion und bezeichnet sie als Versager. Das ist so die richtig, richtig grobe Kelle. Ja, wie gesagt, ich kann es eigentlich, was das angeht, nicht. Also das ist Games Workshop schreibt den Imperator ja auch durchgehend sehr, sagen wir mal vorsichtig inkonsistent, ne? Ja. So von seinem Verhalten her und was er da so tut. Aber diese Handlung hat sich für mich tatsächlich bis heute nicht so ganz erschlossen. Also wie die irgendwie mit diesem sehr, sehr klugen und göttlichen Wesen oder beinahe göttlichen Wesen eigentlich einhergehen soll oder wie das ist. Also ich verstehe, wieso es das für die Story gebraucht hat, ne? Dass sie sich da endgültig abwenden und dass diese maximale Enttäuschung da war. Aber ich habe da, um ehrlich zu sein, keine so gute Interpretation oder kein so gutes Erklärungsmuster, wieso das passiert, ne? Also, das ist einfach so einer der spannenden Fälle, wo das Lore, sage ich jetzt mal, irgendwie so einen komischen Hüpfer macht. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also es gibt einen Reddit-Artikel, einen sehr ausführlichen. Ich muss mal gucken, ob wir den wiederfinden, wo sich jemand sehr, sehr detailliert genau damit beschäftigt, weil er halt klar sagt, eigentlich ist der Imperator überfordert mit dem, was er will. Er hat einfach eigentlich, er muss mit zu vielen Bällen zeitgleich jonglieren. Weil er will einerseits dieses Netz der 1000-Tore-Projekt fahren, er will die Galaxis unterwerfen, er will im Endeffekt die Chaosgötter zurückdrängen, hat dabei de facto 18 Söhne, die er irgendwie im Griff behalten muss. Und dazu hat er noch das Problem, an der Stelle ja vorrangig, die Orks, die zu dem Zeitpunkt ja noch eine viel größere Bedrohung sind, als sie jetzt, also sozusagen in Anführungsstrichen, heutzutage bei 40k sind, wenn man sich anschaut, wie groß teilweise die Ork-Anführer auf Ulanor geworden sind. Also, dass Ja. selbst der Imperator ja Schwierigkeiten hat, so einen Ork-Boss zu erlegen und das auch nicht alleine schafft. Also, wo der Imperator ja auch an dem Punkt ist, so, er muss an der Stelle reagieren, er darf den Orks eigentlich nicht noch mehr Zeit lassen, weil sie sonst
potenziell zu stark werden, als dass er und auch die Legion das aufhalten könnten, hat aber eigentlich so viele Probleme, auf die er sich parallel konzentrieren muss und verliert dadurch so ein Stückchen die Kontrolle. Ist so ein bisschen die Theorie, die da jemand formuliert hat, deutlich besser ausformuliert, als ich das jetzt zusammenfasse. Das ist ein interessanter Artikel. Müssen wir mal gucken, ob wir den wiederfinden. Dann können wir schauen, ob wir den in die Videobeschreibung packen. Ja, ich habe ihn auch gelesen. Also tatsächlich, meiner Ansicht nach lohnt der sich auch definitiv für ein vollständiges Let's Talk About. Also ich Ja, finde den irre absolut. gut. Da können wir mal gucken, ob wir mal irgendwie drüber reden, weil ich habe da auch viel. Gerne. Also es ist eine schöne Interpretation dessen, weil sie halt sozusagen genau diese Fehlentscheidungen zumindest irgendwie mit der Geschichte vereint sozusagen. Ne? Also ich Richtig. finde es auch gar nicht so schlimm, dass man als Motiv des Imperators Überforderung drin hat. Also das Gegenteil ist ja der Fall. Eigentlich finde ich es ganz geil, dass man halt sagt, hey, diese Omnipotenz ist nicht da. Es ist trotz allem ist Genau. er limitiert und tritt gegen etwas an, was er eigentlich gar nicht bezwingen kann, aber ihm bleibt keine Wahl, er muss es zumindest versuchen. Richtig. Ich bin mal Aber gespannt, da ist jetzt genau. gerade dieses Saturnine rausgekommen. Das soll ja sehr, sehr, also ich habe es noch nicht gelesen, das steht Auch jetzt für noch nächste nicht. Woche an, aber das soll ja sehr, sehr viele Inhalte eben haben, die sich genau mit diesen Thematiken Genau, beschäftigen. richtig. Da bin ich mal gespannt, ob man da neue Erkenntnisse sozusagen gewinnt. Gut, aber dann wollen wir eigentlich zum eigentlichen Thema dieses Let's Talk About zurückkommen, auch wenn In das der ein eigentlich Tat. ein spannender Diskurs ist, Ja. nämlich die Wardbearers und Logger. Und diese Erniedrigung macht Logger halt einfach fertig. Der ist völlig durch, der versteht die Welt nicht mehr, weil gerade sein Weltbild für ihn zusammenbricht. Und schließt sich halt irgendwie in seinem Quartier ein, redet mit niemandem mehr und die komplette Legion wartet und tut nichts. Das pisst den Imperator halt nochmal an. Also, du sollst losziehen und die Galaxis für mich erobern. Und jetzt sitzt du da und suhlst für Selbstmitleid. Das Schmolz. stimmt mit dir nicht. Und gerade als der Logger verwarnen will, rückten die Wardbearers plötzlich aus und fangen an, in einem Tempo Welten zu erobern, das also wirklich mit den schnellsten Legionen mithalten kann. Und sie klammern auch plötzlich dieses Thema Glauben völlig aus. Sie sagen nur noch, entweder ihr schließt euch dem Imperium an oder wir schlachten euch ab. Punkt, Ende, Banane. Ist also sozusagen, dieses Glaubt an den Imperator ist mit einem Schlag aus ihrer kompletten Kommunikation raus. Haken an der Sache. Logger hat für sich entschieden, dass dann der Imperator ja nicht dieses göttliche Wesen sein kann, von dem er sozusagen in seinen Visionen geträumt hat. Da sind Corpheron und Erebus ganz stark die Einflussnehmer, die ihn von diesem Gedanken wegbringen und ihn natürlich wieder in die Richtung ihrer Religion, also den Chaosgöttern, anfangen zu schieben. Und Logger fängt an, sich und seine Legion als ja, Suchende wahrzunehmen. Also sie erobern zwar Welten im Namen des Imperiums, aber eigentlich sind sie auf der Suche nach ihren Göttern. Dringt dadurch auch so weit in die Galaxis vor wie praktisch keine andere Legion und entdecken dadurch irgendwann das Auge des Schreckens. Das war vorher sozusagen in den Navigatoren und Ähnlichem auch nicht bekannt. Und vor dieser Warp-Anomalie, dem Auge des Schreckens, entdecken die den Planeten, auf dem die Bewohner einen noch größeren psionischen Lärm verursachen als das Auge selber. Ihnen ist halt auch erstmal nicht klar, so, was ist das für eine Welt, was sind das für Leute und wieso sind die so laut? Und Logger kann aber diesen psionischen Schrei hören und entschlüsseln und stellt fest, die rufen seinen Namen. Ah, okay. Hast du eine Ahnung, welcher Planet das sein könnte? Cadia, ich habe Richtig! mich grundsätzlich so ein bisschen eingelesen. Genau. Cadia ist praktisch der Planet, auf dem Logger das allererste Mal mit den Chaosgöttern einen Pakt eingeht. Da Er ist auch beschwört das. Ja? diese Ingethel, ne? Diese Prophetin irgendwie, auf die er da Genau. trifft. Genau. Und er beschwört halt dort das erste Mal einen Dämonen und schickt dann ein Schiff seiner Flotte, das von diesem Dämonen geführt wird, ins Auge des Schreckens, um praktisch die Wahrheit für ihn zu finden. Die meisten Besatzungsmitglieder und Space Marines auf diesem Schiff gehen bei der Nummer drauf, was jetzt nicht übermäßig überraschend ist. Es kommt aber der Captain der 7. Kompanie, die auf diesem Schiff ist, der überlebt das Ganze. Das ist eine Figur, die auch in den Romanen später noch auftaucht. Argel Tal, wenn der Ah Name was sagt. ja, doch. Der ja später mit Karn befreundet ist. Ja. Und Argel Tal ist de facto der Ist das nicht sogar Erstbesessene.
Ist das nicht sogar der Mann, der dann Horus berät? Bin ich da gerade falsch? Ich glaube, da liegst du falsch. Es gibt doch irgend so einen Wordbearer-Priester, der die ganze Zeit bei Horus rumhängt und Ja, das ist Abaddon aber voll jemand in den anders. Wahnsinn treibt. Ja, nee, das ist jemand anders. Ah, Das okay. ist, du meinst den Wordbearer-Chef, Anführer, der mit praktisch beim Angriff auf den auf Terra dabei ist und Genau. der sich regelmäßig mit Abaddon anlegt. Ja. Ja, nee, das ist jemand anders. Ah, okay. Nee, Argel Tal ist eigentlich so als Persönlichkeit schon so ein bisschen das Sinnbild des ehrenhaften und klugen Space Marines. Also im Endeffekt so, wie Space Marines sein sollten. Und der behält diese Einstellung für sich selber, behält er auch bei, nachdem er zum Besessenen wird, also nachdem er praktisch den Dämon in sich beherbergt, um das Ganze mit dem Auge des Schreckens zu überleben. Und der geht da sehr, sehr sachlich und sehr, sehr bewusst mit diesem Thema um. Also es ist in Gesprächen mit Karn immer mal wieder, wird das in den Romanen thematisiert, wenn die sich darüber unterhalten, wo dann auch von bestimmten Persönlichkeiten wie Erebus auch ganz klar vermittelt wird, dass Argel Tal eigentlich dafür gedacht ist, irgendwann auf Terra zu sterben, weil er so ein bisschen der letzte Funke ist, der Lorga auch so bei diesem Grundgedanken der Ehrbarkeit hält, weil Ah, Argel Tal ja. halt das selber nie bereit ist aufzugeben, Das trotz stimmt. des Der, Dämons. sein Name bedeutet auch der letzte Engel in der Genau. Sprache von Kolchis, genau, ja. Richtig. Das ist so der Punkt. Und ab dem Zeitpunkt ist Lorga praktisch, salopp gesagt, der erste Heretiker, der erste Ketzer. Natürlich ist er bei weitem nicht der erste Chaosgläubige. Da hast du mit Corpheron, Erebus und auch Typhon von der Death Guard, hast du ja vorher schon Space Marines, die an die Chaosgötter glauben. Aber er ist praktisch der Erste, der sich wirklich sehr bewusst im Laufe seiner Karriere dafür entscheidet. Und damit im Endeffekt schon vor Horus den Chaosgöttern dient und da so einen Langzeitplan für diesen Aufstand, für den Bruderkrieg fährt. Und das ist Ja. auch der Punkt, wo sie anfangen, dieses Konzept Ordenspriester auch im Rahmen des Konzils auf die anderen Legionen zu übertragen und dadurch praktisch Manipulatoren in die anderen Legionen schicken, um die Logen und Primarchen für diesen Aufstand zu gewinnen. Ja, da werden quasi dann die Chaplains zu diesen dunklen Aposteln letztlich, wie Ganz es auch genau. der nicht Kopheron-Gott, Erebus, genau. Erebus, genau. Das ist auch schön. Es gibt ja mittlerweile doch auch einiges an 40K-Memes und es gibt eine ganze Menge, die sich auf Erebus beziehen. Wenn du die Wahl hättest, Erebus ins Gesicht zu schlagen oder irgendwas anderes zu tun, Erebus ins Gesicht schlagen. In der Tat, ja. Der ist schon gescheit unsympathisch, Also, kann man nicht den haben sagen. sie, das ist halt so ein Bösewicht, gerade in den Romanen, den haben sie gut geschrieben. Weil ich kenne niemanden, der Erebus als Figur und so wie er handelt in den Romanen mag. Jeder hält den Typen für ein Arschloch. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich auch, also ich hab mich ja auch mal versucht, so ein bisschen einzulesen, gerade was Erebus und Dings angeht. Und nicht Argel Tal, sondern Corpheron? Corpheron, genau. Und das Why is it cool? Corpheron habe ich auch hingekriegt. Das Why is Genau. it cool? Erebus konnte ich nicht über mich bringen. Der Typ ist nicht cool, der ist einfach ein dummer Wichser. Genau, vielleicht mache ich da mal so zur 200. Folge ein Why we hate. Genau. So. Ich finde das eine schöne Sonderfolge. Warum hassen wir Erebus? So quasi ein seltener Ausbruch von Negativität von mir. Genau. Och ja. Ja, also die drehen dadurch halt nach und nach die Legion und dann halt auch einen Teil der anderen Legionen um. Und die Wordbearers nehmen unter Führung Lorgas auch wirklich am Landeplatzmassaker auf Istvan 5 teil. Und dabei geht Lorga beinahe drauf. Ja, Denn okay. Korax praktisch zwingt ihn in einen Zweikampf. Und Lorga ist deutlich unterlegen. Also Lorga ist halt immer eher der Priester gewesen und weniger der Krieger. Und da ist ihm Korax einfach um Längen voraus. Und dann, das ist für Lorga eigentlich so ein Stückchen peinlich, damit ist auch etwas, womit er später ein Problem hat. Lorga wird von Konrad Kurz, dem Nightlord-Primarchen, gerettet. Also er ist nicht in der Lage, diesen Zweikampf alleine zu beenden oder sich dem zu entziehen, sondern er muss von einem anderen Primarchen gerettet werden.
Das passiert ihm ja später nochmal mit Gilliman, ne? Richtig, genau. Er kriegt halt eigentlich von jedem auf die Fresse und muss jedes Mal gerettet werden. Ja, na gut, also es ist natürlich auch, finde ich, diese, also das wiederum finde ich eigentlich ein sehr schönes Element, ne, dass Lorgas wahre Stärke halt einfach, weil er sich darauf nie konzentriert hat, definitiv nicht mit der eines loyalen Primarchen mithalten kann, der halt wirklich sein Leben in irgendeiner Art und Weise dem Krieg und dem Kriegführen verschrieben hat. Und dann, das ist ja auch eine der bekannteren Ereignisse, dieser Überfall auf Kalth, um die Space Marines, um die Ultramarines auszulöschen, das ist ja auch sehr langfristig geplant worden, unter dem Deckmantel, dass beide Legionen zusammen in einen Feldzug ziehen, werden jede Menge Redbearers auf Kalth gesammelt. Und Lorga hat in Zusammenarbeit mit dem Dark Mechanicum auf dem Jupitermond Thule ein riesiges Schlachtschiff bauen lassen, Furious Abyss. Das Ding soll eigentlich... Oh, das ist ein ganz, ganz... Also ich bin ja sonst immer nah, aber das ist ein schlimmer Roman. Der ist echt schlecht geschrieben. Das ist echt, also da hätte man viel draus machen können, aber das Ding ist so, okay, ich habe es einmal gelesen, um es einfach gelesen zu haben für die Vollständigkeit, aber das fasse ich nicht wieder an, das Buch. Ja, geht mir tatsächlich leider ganz genauso. Das hat mir im Herzen wehgetan, aber es ist wirklich... Also, ja. Wer hätte eine spannende und gut geschriebene Geschichte werden können, ist es leider nicht. Genau, ja. Und was an diesem Überfall auf Kalth so spannend ist, dass Lorga zwar ganz klar mit einer Siegesabsicht das Ganze lostritt, aber er das gleichzeitig auch gemacht hat, um seine eigene Legion zu dezimieren. Und zwar nicht so wie bei den Landenfeldmassakern, wo bestimmte Legionen ihre Loyalisten auf den Planeten geschickt haben, um sie da umbringen zu lassen, um die Legion zu reinigen von Imperator-Treuen. Sondern die Truppen, die er nach Kalth schickt, sind selber ihm gegenüber loyal. Das ist völlig außer Frage. Aber er will sie auslöschen, weil die Kompetenz dieser Truppen von ihm angezweifelt wird. Weil er ganz klar sagt, die sind nicht auf diese gemeinsame Sache, auf dieses gemeinsame Ziel fokussiert, sondern kümmern sich primär um ihre eigenen Sachen. Also auch die Dark Apostel, die da mitziehen, haben so stark ihre eigenen Pläne und stellen die in den Vordergrund gegenüber dem großen Plan. Und deswegen will er sie loswerden. Und er opfert damit sehr bereitwillig Zehntausende seiner eigenen Legionäre. Und zwar Legionäre, die sich der Sache grundsätzlich verschrieben haben, also an deren Loyalität nicht ein Zweifel bestand. Das ist eigentlich spannend, dass gerade die Wordbearer haben meiner Ansicht nach das größte Problem mit Verrätern oder Egoisten in ihren Reihen. Also das finde ich ein wahnsinnig spannendes, also weil es halt einfach auch so in meiner Welt passt das auch so schlecht zueinander. Also weil es so ein, wie soll ich sagen, ich finde es wahnsinnig schwierig. Eigentlich sollten das ja Leute sein, die quasi sehr, sehr eng beieinander stehen. Und dass gerade die das nicht tun, finde ich wahnsinnig irrittierend. Also nicht unnachvollziehbar, aber halt einfach seltsam. Damit, also was auch da so ein bisschen ja mit durchschwingt, dass Lorga also offensichtlich jenseits dieser grundsätzlichen Loyalität seine eigene Legion auch nicht im Griff hat. Weil die viel zu, also ich meine, selbst die Night Lords, die nun wirklich als unglaublich egoistisch gelten, der Night Haunter hat seine Legion grundsätzlich im Griff. Die machen, was er ihnen sagt. Ja. Das gilt bei den Wordbearers zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ja, die befolgen die grundsätzlichen Befehle, haben aber alle so ein bisschen ihre eigene Agenda. Fahren so ihre eigenen Pläne. Und das ist ganz spannend, dass du da merkst, es ist halt keine, also selbst der größeren Sache gegenüber keine loyale Legion im Sinne des Aufstandes. Ja, na, aber das hast du ja, genau, ich finde auch da, ne, das ist, du hast bei den Wordbearers natürlich auch einfach wahnsinnig das Problem einer der Tatsache, dass natürlich das Chaos per se erstmal etwas ist, was, ja, wie soll ich sagen, was was ja erstmal auch seine eigenen Gefolgsleute untereinander aufgrund dieses Entropie- und Evolutionsgedanken einfach in eine Konfliktsituation bringt. Und dass du das hier schon hast und eben genau, selbst der hohe Priester des Chaos eigentlich große Probleme damit hat, die in irgendeiner Art und Weise unter seine Kontrolle zu bringen oder halt
auf einen gemeinsamen Punkt zu bringen. Das finde ich eigentlich ein wahnsinnig spannendes Ding, was auch schon sozusagen Lorgas grundsätzliche Fähigkeit, das Ganze bis zum Ende durchzuziehen, ohne dass es ihm unter den Händen zerfällt, da schon mal wunderbar spiegelt. Weil das wird ja nur noch schlimmer, je mehr Legionen, Primarchen und Truppen er unter sich vereint, sozusagen, also letztlich unter Horus, aber ne, unter dem Chaos vereint, umso komplizierter wird ja die Situation. Und das sieht er aber irgendwie gar nicht, ne? Sondern er sieht nur das Ziel und dass das schon alles irgendwie werden wird. Und in dem Zusammenhang, also gerade mit diesem Plan, die Ultramarines auszuschalten, erreicht Lorga eigentlich, abgesehen davon, dass er Horus umzudrehen, seinen größten Erfolg in dem gesamten Aufstand. Er schafft es nämlich, Angron komplett umzudrehen und zu einem Dämonenprimarchen zu machen. Das ist auch Und tatsächlich, er handelt da, ich glaube, ich weiß oder habe eine ungefähre Ahnung, aber es geht letztlich ging es darum, dass er das Problem hat, dass Angron stirbt, ne? genau, die Implantate, die Butcher's Nails, bringen Angron langsam um. Das weiß Angron, dem ist das aber egal, weil ihm einfach alles egal ist, außer seiner Wut und Kämpfen. Und Topmann. Lorga, Ein bitte? Topmann. Und Lorga sieht Angron aber immer noch als notwendig im Sinne des Aufstandes, des Bruderkrieges an und sieht ihn einfach als den perfekten Anhänger von Korn an. Und will halt praktisch dieses Werkzeug und diesen in Anführungsstrichen wahren Gläubigen nicht verlieren. Und führt da auch einen wirklich irgendwie elaborierten Plan aus. Auf Angron tritt irgendwann, ich glaube, ein Warlord-Titan drauf und Angron überlebt das. Warhound, oder? Oder Also der Warhound, ich kleine. weiß es nicht mehr genau. Am Ende, Jedenfalls, es ist ja wurscht, es, was auch immer, es tritt ein genau. riesiger Kampfroboter auf ihn drauf und er überlebt die Nummer. Ja, ich. Und ja, praktisch, damit ist Angron, glaube ich, sogar noch vor dem Primarchen der Emperor's Children zum Dämon geworden. Ich bin mir nicht 100% sicher, was die Chronologie angeht. Aber es könnte sein, dass Angron damit der erste Dämonenprimarch wird. Denkbar. Ich Also, wie gesagt, gut möglich. weiß es gerade tatsächlich auch nicht. Aber ist ja auch, also so oder so ist er einfach auch trotz allem eine Wahnsinnsgeschichte einfach, ne? Dass das. Genau. Und ja, die Worldbearers schließen sich also auch dem Angriff auf Terra an, müssen aber, nachdem die ganze Nummer ja so final schief geht, sich zurückziehen. Und das ist der Moment, wo sich die ersten Gruppierungen von der Legion abspalten. Es gibt die sogenannten Gesalbten, das ist eine Splittergruppe der Worldbearers, die sich komplett von der Legion lösen und von dem Zeitpunkt an ihren ganz eigenen Kreuzzug gegen das Imperium führen. Und also ein Großteil der Legion zieht sich halt in den Malstrom zurück, auf eine Dämonenwelt. Ja, das ist ja auch tatsächlich, dass gerade mit dem Scheitern sozusagen des Angriffs auf Terra dann letztlich die Situation in irgendeiner Art und Weise dann halt dahingehend kippt, dass er sagt, hey, wir sind jetzt mit dem religiösen Ziel gescheitert und dass dann quasi plötzlich auch Lorgas eigene Stellung einfach zunehmend untergraben wird dadurch. Das ist ja eigentlich nur logisch und auch sehr sinnvoll sozusagen, dass das zu einem Problem wird. Richtig. Weil er da ja auch einfach die ganze Zeit letztlich mitgespielt hat, den Leuten ein Versprechen zu geben, das so vielleicht gar nicht mal zwingend direkt gut haltbar war. Ja, ist richtig. Ja, also insofern, Lorgas Plan bricht halt in sich zusammen. Der ganze Angriff geht schief und sie müssen sich halt zurückziehen und die Loyalisten sind halt hinter ihnen her. Deswegen müssen sie halt wirklich bis in den Malstrom fliehen. Diese Dämonenwelt, Sicarus, viel wird darüber nicht verraten, also soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe. Was sie aber tun, dass sie praktisch auf jeder Welt, auf der sie unterwegs sind, egal ob sie jetzt offen angreifen oder nicht, dass sie Chaoskulte gründen. Das Problem ist nur, die Alpha-Legion macht das ja ähnlich. Die platzieren ja auch Kulte. Und diese Kulte können sich aufs Messer nicht leiden. Das bedeutet, die Kulte, die sind ständig in Konkurrenz miteinander. Was dafür sorgt, dass teilweise die Pläne sowohl von Alpha Legion als auch von Worldbearers auf diesem Planeten scheitern, weil sich die Kulte lieber gegenseitig an die Gurgel gehen,
als das größere Ziel zu verfolgen. Nee, klar. Läuft, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist einfach, man sieht schon, das hätte der Abaddon, der hat noch viel vor sich, wenn er das alles einnehmen will. Ja, noch viel Arbeit. Gibt es nicht irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ob es, also es gibt ein Buch oder eine Kurzgeschichte, es ist, glaube ich, von Corvus Corax, der einen seiner Brüder, also der sich mittlerweile im Ja, Warp in so eine, richtig. jagt er da Lorga? Ich meine schon. Ja, der jagt unter anderem Lorga. Ja, es gibt eine Kurzgeschichte. Ich habe sie jetzt auch nicht bewusst auf dem Schirm, aber der Warp ist zwar an Corvus Corax auch nicht spurlos vorübergegangen, aber ja, der ist. Ich glaube, die werden auch irgendwann miteinander. Er konfrontiert Lorga, glaube ich, irgendwann und lässt ihn aber laufen, weil ihm sagt so: Ich kann dich jederzeit kriegen, wenn ich das will. Du hast keine, du hast das, du kannst mir nicht entkommen, wenn ich das nicht möchte. Stimmt, ja, genau. Doch, das ist irgendwie. Und die spielt auch in der Jetztzeit, ne? Das bedeutet Genau, irgendwie das ist Sprung sozusagen zur. im aktuellen Story, sozusagen im aktuellen Fluff und in den aktuellen Ereignissen. Was tatsächlich auch ein bisschen verwirrend ist für mich, die ganz aktuellen Sachen. Also, du hast natürlich Korferons Versuch, da jetzt Fuß zu fassen und quasi den Glauben an die Chaosgötter zu verbreiten in dem Psychic Awakening Band Glaube und Zorn, Faith and Aha, Fury. okay. Aber. Das geht nicht wirklich in die Tiefe, muss ich ehrlich sagen. Also, Okay. das ist der eine Psychic Awakening Band, den ich wirklich ganz, ganz in- und auswendig quasi kenne, weil, Warum bloß? ja, genau, ne? Weil da auch die Black Templar-Regeln drin sind. Aber da ist, also, da geht es schon um die Wordbearer, ne? Und da wird auch irgendwie was aufgemacht. Aber innerhalb dieses Psychic Awakening bleiben die eigentlich erstaunlich ruhig oder passiv. Also, es ist jetzt noch nicht mal so, dass mit dem Eintreten der Cicatrix Maledictum und des großen Risses in die Galaxis da jetzt irgendwie sozusagen deren Story einen Sprung gemacht hätte, sondern eigentlich wirkt das fast ein bisschen so, als immer gesagt, ja, okay, die machen halt auch was, die greifen da an. Und dann so, okay, na gut. Was ganz spannend ist, ist, dass die Wordbearers im Gegensatz zu den meisten anderen Verräterlegionen es geschafft haben, einen Großteil ihrer Struktur beizubehalten. Die werden mittlerweile von einem Rat, also vom sogenannten dunklen Konzil, befehligt. Das besteht halt aus dunklen Aposteln. Und dieses Konzil schickt halt Kriegerscharen und Kompanien gezielt aus. Und was sie auch machen, sie schicken regelmäßig Kriegerscharen aus mit dem Befehl, Fabius Beil umzubringen. Das sind sie echt nicht allein, ne, der? Ja, also die machen das allerdings nicht, weil Fabius irgendwie Primarchen klonen will, sondern weil er einfach keine Gelegenheit auslässt, sie zu beleidigen und sich für die Beleidigung rächen wollen. Ah, okay, ach so, weil Beil quasi ja letztlich für einen Chaos Space Marine verhältnismäßig atheistisch unterwegs ist, ne? Richtig, Also der ist genau. ja, der hat ja auch diesen ganzen Slaanesh-Kult seiner Legion echt nicht so Nö, drin. der ist da halt überhaupt nicht unterwegs. Und sie sehen diesen Typen halt als pure Beleidigung alle, von allem an, wofür sie stehen, und versuchen ihn regelmäßig umzubringen und sind halt bisher immer erfolglos. Das ist halt auch so ein bisschen peinlich. So, ihr kriegt Ja, es nicht gut, mehr aber hin einzeln. der kommt ja wirklich, ne? Es ist jetzt besser geworden. Ich meine, immerhin ist er den Kustodes, der Death Guard und imperialen Assassinen und Sisters of Silence entkommen. Das macht es auch für die Wordbearer ein bisschen besser. Ja, so ein bisschen. Was ganz spannend ist dafür, dass die so eine extrem Chaos-Anhänger sind, die Wordbearers haben im Gegensatz zu den meisten anderen Verräterlegionen keine sonderliche Anfälligkeit für Mutationen. Während ja andere Legionen, wenn man jetzt von den Emperor's Children als Extrembeispiel mal absieht, Mutationen ja gar nicht mal so selten sind, ist das bei den Wordbearers jetzt nicht extrem selten, aber nicht die Regel. Und wenn es dann mal auftritt, wird es wirklich explizit als besonderes Zeichen der Gunst des Chaos gewertet. Okay. Also sozusagen die Wordbearers sieht man halt im Normalfall nur selten irgendwie mit Mutationen. Die sind zwar teilweise auch mit ihren Rüstungen verschmolzen, können die Dinger nicht mehr ausziehen etc., aber so diese offensichtlichen Mutationen sind bei den Wordbearers die völlige Ausnahme. Das ist eigentlich wirklich seltsam. Also, das sollte irgendwie anders sein. Aber na gut, ich meine, es macht ja auch Sinn, ne, dass ihr Glaube und also sozusagen Sie sind ja eigentlich so ein bisschen ohnehin mehr eins mit dem Warp als alle anderen, während wahrscheinlich bei allen anderen Chaos Space Marines oder generell jeder Person, die sich irgendwie dem Warp nähert, dann sozusagen ein Gegeneinander sein wird.
Und eine Form von Abwehrreaktion, wo der Warp halt das langsam aber sicher überwältigt. Es ist wahrscheinlich bei den Wordbearers so, dass dadurch, dass sie sich dieser Wahrheit und dem Chaos geöffnet haben, sie natürlich auch wesentlich synchroner sozusagen damit handeln können und dadurch einfach vielleicht auch, also das wäre jetzt so eine erste Theorie so aus dem Bauch raus, ne, weil ich wusste das gar nicht, aber dass man da sagt, hey, das erzeugt natürlich eine gewisse Resistenz gegen die krassen körperlichen Erscheinungen, wenn du ohnehin schon darauf vorbereitet bist, was da jetzt eigentlich passiert. Und du stehst nicht so im Widerspruch dazu. Könnte durchaus sein. Was ganz spannend ist, was die Worldbearers und ihren Glauben angeht, sie sehen halt für sich, also in ihrem Weltbild ist der Glaube an das Chaos zum Wohle der Menschheit, weil sie der Meinung sind, wenn du dich gegen die Chaosgötter stellst, wirst du ausgelöscht. Und das bedeutet, sie im Endeffekt wollen diesen Glauben verbreiten, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Was halt ein völlig verdrehtes Weltbild ist. Aber sie Ja. glauben halt, dass sie genau dadurch die Menschheit retten. Was damit verbunden ist, dass sie halt immer noch, so wie zu Zeiten des Großen Kreuzzugs, absolut Xenos-feindlich unterwegs sind, weil sie der Meinung sind, nur die Menschheit hat das Recht und den Anspruch auf die Segnungen des Chaos. Ah, Also im okay. Grunde genommen einen ähnlichen Ansatz wie das Imperium fährt, zu sagen, so ja, nur die Menschheit hat das Anrecht, die Galaxis zu beherrschen, sind die Worldbearers so drauf, nur die Menschheit hat das Anrecht auf die Segnungen des Chaos. Ja, das geht ja auch sehr, sehr krass einher mit dieser Pilgerfahrt Lorgas, wo er quasi Genau. verstanden hat, wie es die Eldar eigentlich versaut haben und auch die Situation aktiv verschlechtert haben. Na, das bedeutet, dass da eine gewisse Xenos-Feindlichkeit in den, oder eine krasse Xenos-Feindlichkeit in den Wordbearers ist, macht ja durchaus Sinn. Und auch diese Idee zu sagen, hey Leute, die Menschheit braucht Religion, ja, es ist sozusagen Urinstinkt, religiös zu handeln und wir brauchen da irgendwie eine Gemeinsamkeit und eine Verbindung. Das sehe ich durchaus auch schon so, dass das irgendwie halt einfach eine Sache ist, die für Lorga und dadurch auch für die Wordbearers nach unten durch die Apostel weitergegeben, einfach eine starke Bedeutung für diese Legion einnimmt und sie dann halt auch sozusagen, also ich hatte immer das Gefühl, dass die sich eigentlich in ihrem Verhalten als sozusagen nicht nur in der Form von Fanatismus reingesteigert haben, sondern auch wirklich denken, dass sie sozusagen mehr verstanden haben und zum Wohle aller handeln. Also das war für mich immer ein ganz, ganz krasser Teil dieses Wordbearer-Seins sozusagen. Ja, genau. Ja, insofern ist da dieser Blickwinkel, den sie auf die Galaxis und auf diese Götter haben, ja, kein in der Form eigennütziger wie manche andere Religionen, sondern sie sehen sich halt immer noch als Beschützer der Menschheit auf eine völlig absurde Art und Weise. Ja, genau. Und das ist eigentlich spannend, ne? Weil das ist, also tatsächlich, darin haben sie ja auch eine Parallele zu zum Beispiel Abaddon, ne? Der halt einfach sagt, Leute, ich kämpfe gegen den Imperator, weil er gelogen hat, weil das, was er da wollte, falsch ist. Ich kämpfe nicht, um irgendwie hier alles zu vernichten oder so. Das ist hier nicht das Genau. Ziel, sondern wir sind immer noch ehrenhafte Space Marines, die unsere Ursprungsmission, die Menschheit zu bewahren, treu bleiben. Es ist halt so, dass leider gerade die Allianz mit diesen Mächten erfordert und das geht halt nicht anders jetzt gerade. Aber das, ja, absolut. Genau. Ja, insofern ist es ganz spannend, wie der ganze Kram funktioniert bei denen. Wie sie ticken. Was ganz spannend, was ich an der Stelle interessant finde, ist, das hat ihnen wohl, ich glaube, ein Blood Angels Priester mal vorgeworfen, was absurd ist, wenn das sozusagen ein anderer Ordenspriester tut. Er hat ihnen, Meros heißt der, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Position er bei den Blood Angels war, hat den Worldbearers mal vorgeworfen, ihr Glaube sei ein Zeichen der Schwäche. Sie würden immer eine Rechtfertigung dafür brauchen, was sie tun. Immer einen Grund, statt sozusagen selbstbestimmt zu handeln. Was natürlich vor dem Hintergrund, wie Space Marine Orden ticken und wie das Imperium religionsbezogen tickt, so ein bisschen So genau. seltsam ist, weil die genau dasselbe Problem haben. Ja, vor allem, ja, wollte gerade sagen, das ist eigentlich wirklich, wirklich kurios. Also vor allem gerade von, ich sage jetzt mal, na, die Blood Angels haben jetzt vielleicht keinen ausgeprägten imperialen Kult, aber ja doch durchaus einen relativ starken Primarchenkult. Und also bei denen driftet ja auch ganz viel ins Pseudoreligiöse. Genau. Oh jo. Na gut, aber dann haben wir doch jetzt eigentlich einen wunderbaren Überblick bekommen. Finde ich auch. 54 Minuten. Tja, du weißt doch, Ja, unsere Folgen sind immer ein bisschen länger. das stimmt ja, in der Tat. Okay, dann Gregor, vielen, vielen Dank für den Sehr sehr, sehr gerne. coolen Überblick über die Wordbearer. Genau, an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und genau, macht's gut und bis Bis zum bald. nächsten Mal. Tschüss.